Jo, und hi, ich bin der Steve und willkommen zum ersten Part der Formel 1 2016 Koop-Karriere. Und zwar bin ich allein, ich habe den P-Freak dabei. Hi. Hi, ja, und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ja, ich freue mich, ja, endlich mal nicht alleine durch die Gegend fahren hier, sondern einen dabei haben zum Labern. Heieieiei. Und laden und laden und laden. Ja, 25%, 50% Renndistanz plus Bliss Qualifying. Genau. Ah, KI auf schwer. Australien, was war... Oh. Ja, Setups dürfen wir benutzen. Auch persönliche genau. Setups. Und... ja, bei mir passt das so. Genau, also und jetzt noch kurz zum Sagen, also ich fahre jetzt hier gerade mit der Sahara Force India, werde ich die Meisterschaft hier fahren. Genau, und ich habe einen Toro Rosso und ja, wir gucken einfach mal, wie weit wir mit unseren Teams kommen. Wir haben uns extra ein paar schwächere Teams rausgesucht, damit es dann auch realistisch ist, wenn wir hinten landen. Oh, das ist deine Pole. Nee, da komme ich nicht mehr ran. Ich bin schon so weit vorne. Ja, ich habe mich gerade übelst verbremst. Ich glaube, ich habe das falsche Setup genommen. Ich finde es auch erstaunlich. Ich fahre hier mit dem Force India durchschnittlich zwei Zehntel schneller als mit einem Ferrari oder mit einem Mercedes. Ich weiß nicht warum, aber ich komme mit dem einfach am besten klar. Ja. Ja, karrieremäßig fahre ich ja auch bei mir in der Solo-Karriere den Ferrari. Und ja, also den Toro Rosso, den mag ich auch eigentlich lieber. Also ich habe mich schon ein bisschen im Arsch gebissen, dass ich in meiner Karriere nicht den Toro Rosso gewählt habe. Und ja. Ah, Hamilton hat sich die Pole geholt, verdammt. Platz 22? Ich 10. Oi, mitten im Tumult. Wo habe ich jetzt so viel Zeit verloren? Oh, ich frage mich auch, wo ich die 1,3 Sekunden verloren habe, weiß ich. Scheißendreck, ey. Okay. Ja gut, dann wird es wenigstens bei mir relativ spannend, mal nach vorne zu kommen. Ja, ich muss auch meine 10 Plätze, ich stecke mittendrin, ich krieg's von hinten, ich krieg's von vorne. Gut. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja. Lassen wir das laufen, was da jetzt die ganze Zeit kommt, oder? Ja, können wir laufen lassen. Aber kommt ja nichts. Achso. Also, okay. Rennstrategie. Ja, so passt die. Alles klar. Und da geht's los. Ah, relativ schlechten Start. Ich werde von hinten schon angeschoben. Ich habe auch einen relativ schlechten Start erwischt, bin aber trotzdem eine Position nach vorne. Und ich habe einen Crash, gedreht, Frontflügel leicht beschädigt. Komm wieder auf die Strecke. Ich habe mich mit Massa gebettelt und bin direkt auf 11 vorgekommen. Ah. Ich bin auf 18 zurückgefallen. Und hängen jetzt hinter Magnussen. Oh,
Oh, definitiv falsches Setup, definitiv falsches Setup. Ah. Fuck, ich hab einen relativ großen Frontflügelschaden. Gelb und orange. Ja, oh. Orange kostet immer Zeit. Mir wird jetzt schon angeboten, ob ich in die Box kommen will. Ja, ist also bei Orange definitiv eine Überlegung wert. Ist so, so gelb, hell orange, aber... Ah. Ich habe in der ersten Runde 11 meinen Stop. Ja, okay. Boxen Stop, ich komm rein. Oh, hinter der Truppe hier bleibe ich mal hinter. Habe ich keinen Bock, mich mit zu betteln. Bin hinter Gutierrez auf dem 15. Okay, 16 Sekunden habe ich jetzt Rückstand. Oh. Ah, 50% Rennen, das holst du auf. Und ich kann jetzt gut noch ein bisschen mit der Taktik spielen, sodass ich mir vielleicht die letzten 10 Runden oder so noch Supersofts oder so hole. Ja. Weil ich jetzt die harten raufgemacht habe und dann jetzt dementsprechend alle verpflichteten Reifensätze einmal drauf hatte. Ja, das ist gut. Ah, oh, Battle mit Kiat, mit meinem Teamkollegen. Er lässt mich vorbei, ist gut. Oh, Hamill und Rosberg ziehen vorne weg. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Gut, ich habe mich jetzt auf 13 vorgekämpft. Drei Plätze hinter dem, wo ich gestartet bin. Und ich habe Perez angecrashed. Ah, gedreht. Und wieder zurück auf 19. 20. Ah. Da bremst die KI so früh. Da machst du nix. Was hattest du am Anfang für ein Setup gewählt? Wie meinst du Setup? Ja, du hast ja die Auswahl zwischen den Standard-Setups oder hast du ein eigenes so, wieder? Ein eigenes, ja. Okay. Ich glaube, ich habe das Falsche genommen. Ich habe... Mir fehlt ein bisschen mein Speed. Ah, okay. Ja, ich habe das Vierer genommen, also ich fahre mit den Standards und ich komme überhaupt nicht klar. Ich rutsch nur. Zu wenig Bodenhaftung. Ich verliere im ersten Sektor wegen der fehlenden Pace immer so Unmengen an Zeit. Okay.
Na, ersten Sektor komme ich an die KI dran, zweiter Sektor verliere ich immer, weil ich einfach keine Bodenhaftung habe. Ein bisschen mit Ellbogen durchsetzen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 0,8 Sekunden. Ah, dammit. Er wird die Performance beeinflussen. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Strategie ändern. Geht in Ordnung. Ja, ich bin Wehrlein hinten drauf gefahren, hat jetzt auch einen orangenen Frontflügel. Okay, das ist, ja, scheiße, da verliert man wirklich saumäßig viel Zeit. Ja, Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Was wolltest du dir jetzt für Reifen? Ah, super soft, ich muss rankommen. Okay. Losfahren. Muss jetzt mittendrin einmal ein bisschen Speed machen. Boah, 10 Sekunden Abstand habe ich zu dir. Du holst ganz schön auf, das morgen mal Reifen, weil das waren nach deinem Boxenstopp waren 17. Okay. Ja, ich fahre jetzt auch gerade auf Fett, auf Supersoft, volles Risiko. Okay, ja. Deswegen habe ich jetzt auch gerade schon wieder in der Botanik gehangen. Alter Schwede. Mein Toro Rosso ist eher ein Rasenmäher als ein Rennwagen.
Abstand zum Auto vor uns beträgt 8,1 Sekunden. Was für Zeiten man fahren kann, wenn man frei fährt. Ohne Verkehr. Ist schon übel. Ja. Okay, der Wagen hinter dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf super weichen Reifen unterwegs. Ich sehe dich. Oh nein. Hast du DHS? Nee, noch nicht. Das ist echt übel, wie der Williams mit seinem Mercedes-Motor auf den Geraden abzieht. Pass auf, im nächsten Straßenabschnitt gab es einen Unfall. Oh, Arianto! Solange du gelbe Flaggen siehst. Achtung! Mitten auf der Strecke! Ja. Ah. Muss mich überholen. Ach, das muss ich überholen? Ja. Okay. Ja, Safety Car bringt uns jetzt ran. Ja. Gut ist, jetzt kann man sich ja auch ganz viel Benzin... Ja, ansparen. Genau. Man kann die Reifen ein bisschen schonen. Ja. Ich kann wieder ein bisschen Endkrampf da vor meinem Lenkrad sitzen. Muss nicht denken, ich fliege jede Sekunde ab. Mir wird jetzt gerade vorgeschlagen, ja, ich mach's. Ich gehe nochmal kurz in die Box, solange Safety Car noch drin ist. Ja. Okay, erhöhe das Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern. Schließen wir ein wenig zum Feld auf. Wir fallen zu weit zurück. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagenlängen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Und da ist der Bottas auch schon. Genau. Ich hoffe, das Safety Car bleibt jetzt noch draußen, bis hier in der Box war, sonst habe ich verkackt. Ja, also es bleibt diese Runde definitiv noch, weil ansonsten hätten wir schon die Meldung bekommen. Stimmt.
Gehst du auch in die Box? Ja, ich fahr direkt hinter der. Ja, ich hab's gesehen. Und du hast die Mediums, okay. Ja, ich hab mir jetzt Medium geholt. Oh, und hinten anschließen. Genau. Also, wenn das Safety Car reingeht, hast du von hinten erstmal nichts zu befürchten. Ich mach keinen Angriff. Ich will erstmal safe durch die ersten zwei Kurven und dann ist okay. Okay. Noch langsam und die fahren rückwärts. Ja, noch langsamer, ich werde unsichtbar und der hinter mir fährt wieder durch mich durch. Ich wusste gar nicht, dass man unsichtbar wird, deswegen habe ich so stark gebremst vor Harianto. Ach so, ja. Wer auch immer das war. Ja, genau. Stand da mitten auf der Strecke. Das einzige Problem bei diesem Tempo sind die Reifentemperaturen. Ja. Oh, alle aufreihen. Ich habe mir jetzt zwei ganze Runden an Benzin gespart, die ich jetzt ja noch fett fahren kann. Ich auch. Oh, Harry Ancho kommt von hinten, Achtung. Okay. Er hat mich nämlich jetzt gerade überholt, weil ich zum Geist wurde. Direkt drei Plätze gut gemacht. Ich noch nicht. Ich bin jetzt 18. Muss mich jetzt in die erste Kurve reinbremsen. Neben Harianto, der macht zu, okay.
Oh, Nasron Grosjean geschluckt. Jetzt habe ich Gutierrez vor mir. Gutierrez ist ein Platz hinter mir. Ja, ich sehe dich. Boah. Und ich setze jetzt gegen Gutierrez an. Und Bremse. Bin vorbei. Oh, Wehrlein habe ich mir auch geholt. Also bist du jetzt direkt hinter mir. Ja. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 0,8 Sekunden. Ah, super. Hast ihn direkt so ausgebremst, dass ich nicht mehr mit dran vorbeigekommen bin. Hab's eigentlich gerade andersrum versucht. Ich wollte ihn so ausbremsen, dass du noch dran vorbeikommst. Hey, keine Chance. Ja, und er zieht zu. Arsch. Und ich verliere wieder. P19. Hey. Oh Mann, sorry. Ja, kein Ding. War ja nächste Kurve. Oh. Mit ein bisschen Ellbogen auf P14. Okay, bei mir war gerade jemand in der Box. Jetzt bin ich auf P9 hinter Bottas, aber an den Williams vorbeizukommen ist echt kacke mit so einem langsamen Kurven-Setup. Fahrer vor mir. Mit der ist am Verstappen vorbei.
Ja, ich habe einen Gutierrez. Ja, ich krieg jetzt auch DRS. Und mit der ist Alonso noch am besten direkt Alonso jetzt auch noch. Und ich krieg die nächste DRS. Ja. P10, ich habe Punkte. Ich habe einen Punkt. Ich bin gerade so knapp am Podium entfernt. Da vorne ist Ricciardo und dann kommt glaube einer der Mercedes. Ricciardo und Hamilton sind unmittelbar vor mir. Ich bin so knapp vorm Podium. Oh, der ist übel. Oh, rein gegen Magnussen und am Magnussen vorbei. P9. Okay, Ricciardo habe ich. Der S müsste ich auf Hamilton bekommen. Hamilton geht in Box, P3. Ja, jetzt halten. Podium. Jetzt heißt es halten. Jetzt heißt es halten, aber ich muss eh diese oder nächste Runde in die Box. Okay. Na, wenn ich hier weiter in Rasen mehr, mache ich auch. P2, jetzt muss ich nur noch 3-4 Sekunden auf Rosberg aufholen. Oh, Ricciardo ist raus. Er steht am Seitenrand. Welche Position bist du? 6. Nein, das reicht nicht vom Boxenstopp her. Ja, aber ich muss ja auch noch mal rein. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Ah, du bist jetzt genau vor mir. Hat Magnussen dich geholt? Okay, der Abstand zum aber noch im Boxenstopp. Achso. Juhu, erste Führungsrunde, P1. GZ.
Oh fuck. Ich habe in der Haarnadelkurve habe ich Magnussen so gestriffen oder gerammt, dass jetzt mein Frontflügel wieder orange ist. Ah, er ist schlecht. Ich gucke jetzt mal, wie viel Zeit insgesamt ich genau verliere. Und wenn es nicht allzu viel ist, dann bleibe ich einfach draußen. Ja. Okay, ich habe jetzt hier insgesamt im ersten Sektor 300stel verloren. Oh, es geht aber. Das kann auch nochmal schlecht gefahren sein. Ja. Okay, jetzt sind es hier schon 600stel im nächsten Sektor. Musst du jetzt nochmal in die Box? Vielleicht, ich weiß nicht. Je nachdem, wie meine Reifen das mitmachen. Okay. Also ich habe jetzt gerade 30%. Aber ich weiß nicht, wie lange ich mit den Dingern schon draußen bin. Habe ich nicht mitgezählt. Ah, drüber gescrollt über das Menü. Oh, nach dem Boxenstopp, wenn ich jetzt einen machen würde, würde ich ungefähr auf 7 rauskommen. Okay. Fahrer hinter mir. Bleib jetzt einfach draußen, das macht sonst keinen Sinn mehr. Ja. Also auf Magnussen habe ich laut dem Teil hier 4,7 Sekunden gehabt. Jetzt bin ich aber auch gerade ins Gras gefahren. Und Magnussen muss anscheinend nochmal einen Stop machen. Von dem her lohnt sich das überhaupt gar nicht mehr, jetzt reinzufahren. Ja, genau. Ne, dann würde ich auch draußen bleiben. Und ich guck mir am besten nicht an, wie der Rosberg auf mich aufholt, und ich guck mir auch nicht an, wie meine Reifen verschleißen. Ich glaub, dann kann ich draußen bleiben. Ja, bei mir geht's eigentlich. Ich bin jetzt seit 3 Runden mit denen draußen und hab jetzt, zwischen 13% und 17%. Ja. Fahrer hinter mir. Okay, der Abstand.
zum Hintermann beträgt 8,3 Sekunden. Also ich habe 8,3 auf Rosberg. Ich habe jetzt 4,4, also 4,5 circa auf auf Vettel jetzt, okay. Das wird jetzt nochmal eng, wenn jetzt Vettel kommt und Magnussen jetzt in der Box ist. Ja. Obwohl ich so ganz ehrlich gesagt nicht mehr auf die Zeiten vertraue, weil in den Kurvensektor mache ich ca. 2 Sekunden gut, weil ich da irgendwie verdammt stark drin fahre in meinem Setup und dann verliere ich halt die 2 Sekunden wieder auf der Strecke. Also die ja. Zeiten variieren wirklich sehr stark da dann. Okay. Ja, ich vertraue auch nur auf die Minimap und wenn ich ihn da sehe, dann wird's eng. So hast du nur diesen Ausschnitt, oder? Ja. Okay. Ich finde das spannender, wenn ich nicht direkt weiß, oh, der holt jetzt so und so viel Kurven auf, sondern wenn ich ihn so ein, zwei Kurven vorher sehe, reicht mir das. Okay.40% schon auf den Reifen. Ich habe mittlerweile auch auf meinem Vorderreifen, weil ich da zweimal ins Gras gefahren bin, 39%. Der Rest sieht noch relativ gut aus. Okay. Oh, Rosberg wird langsamer. Du könntest aufholen. Ich probier's. Muss aber gerade auch erstmal gucken, dass Vettel überhaupt hinter mir bleibt, denn der holt auch gerade mega auf. Okay.
Und Vettel noch weit hinter dir oder schon nah dran? 2,6 Sekunden. Oh. Ja, komm, schaffst du. Ja, 3 Runden noch. Ja, dritter Platz ist real. Solange er mich nicht so abschießt wie Kimi Hülkenberg in Mexiko. Ja. Genau. Fahrer hinter mir. Ich muss nur gucken, dass ich über eine Sekunde vor ihm bleibe. Ja, DRS darf er nicht kriegen. Und du verlierst auf Rosberg. Also der zweite Platz ist mittlerweile, glaube ich, unerreichbar, aber 3 ist gar nicht mal so weit weg. Ja. Naja, also sicher den dritten. Hol die Punkte. Falls dich interessiert, 26,8 Sekunden fehlen mir auf dich. Ja, okay. Wurde mir gerade über Boxenfunk mitgeteilt. Okay. Ah, ich habe jetzt gerade 10 auf Rosberg, weil er langsamer wird. Keine Ahnung. Oh, unten ein Schlag in die Wand. Hm. Ah, noch alles soweit heile. Okay. Oh, letzte Kurve von der vorletzten Runde. Und damit das vorletzte Mal auf Start und Ziel. Oh mein Gott. 66 und 48% Reifenabnutzung vorne. Oh, das geht aber. Ab 80% wird schlimm. Ab 80% kannst du einen Platten kriegen. Zwischen 60... Fahrer hinter mir. Zwischen 60 und 68% ist normal für einen Boxenstopp. Okay. 72. Ich habe so Angst, dass ich mir noch einen Bremsplatten hole. Das geht. Das fährst du heim. Ich glaube an dich. Danke. Dafür, dass wir zwischenzeitlich ganz hinten waren, hat uns das Safety Car echt gut geholfen. Ja. Fahrer hinter mir. Da werden die karierten Flaggen geschwenkt. Und ich bin durch. GZ, ich habe eine halbe Sekunde auf Vettel. Ja, gib Gas. Oh, ich guck dir zu. Ich guck nach hinten. Der kommt nicht mehr ran. Das schafft er nicht. Der wird von hinten von Hamilton noch begattet. Ah, nein. Das ist safe. Den hast du. Oh. Ah. Sehr schön. GZ zum dritten. Dankeschön, GZ zum ersten. Jo, danke. Bei dem Chaos? Eieieiei. Boah, bist aber Fahrer des Tages, ne? 22. gestartet, 3. geworden.
Ja, Halleluja. Wow, also. Ich bin leicht am Schwitzen. Die letzte Runde war jetzt nochmal Hammer. Ich weiß nicht, was Vettel da gemacht hat. Er ist auf jeden Fall nochmal gut rangekommen. Ja, definitiv. Ja, und damit... Fahrerrangliste führe ich zwar jetzt an, nach dem ersten Rennen klar, aber ich glaube nicht, dass ich das halten kann. Also heute hat uns das Safety Car echt den Arsch gerettet. Ja. Ansonsten hätten wir jetzt ziemlich weit hinten gelegen. Und ja. Ich fand's ein geiles Rennen. Freue mich auch zu geben, war richtig geil. Freue mich auf die nächste Runde. Nächste Strecke ist... Was nochmal? Müsste Bahrain sein, oder? Bahrain, ja, stimmt. Ja. Oh, von mir aus. Okay. Können wir an dieser Stelle die Folge beenden? Okay. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Bis dann. Ja, genau. Bis dann und schaut beim Steve rein. Tschüss. Ja.